make such a speech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Mit den komischen, dreisten Antworten. Manchmal ist es erforderlich zu töten. Ja, cool, wir haben ja Platz. So, da haben wir dabei ein wunderschönes Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Runde The Witcher hier aus dem Stream. Wo wir letztes Mal durch das Portal hierher gekommen sind, zu dieser komischen Stadt, die plötzlich weg war. Ich glaube, die war irgendwo da oder so. Auf jeden Fall war die weg. Ich glaube, da irgendwie. Ja, und heute geht's mal erstmal los, indem wir da zu dieser netten Dame Najade gehen, wo ich ja nicht gar nicht hin will. Denn ich weiß genau, sie wird genauso wenig anhaben wie die andere grüne Dame. Aber gut. Willkommen, Krieger. Seid gegrüßt. Wäre mein Leid nicht, würde ich nur zu gern mit euch schwimmen. Was betrübt euch denn? Reden wir. Aha, erstmal reden. Okay. Ihr habt ein Leid erwähnt. Wahrhaft schrecklich. Ich habe meine prachtvolle Türkishalskette verloren, als ich im Mondschein schwimmen war. Ein Geschenk der Herren des Sees. Wo seid ihr geschwommen? Für gewöhnlich bade ich im See, doch in jener Nacht wagte ich mich in den Fluss in der Nähe des Dorfes. Leider lauern dort die Ertrunkenen, die von Zephyr angeführt werden. Wer ist Zephyr? Einst war er einer der berühmtesten Diebe Vysimas. Er bewegte sich so lautlos wie der Wind. Und hübsch war er obendrein. Und jetzt? Als er einst durch die Kloaken floh, erwies sich seine Beute als zu schwer. Er wurde einer der ertrunkenen Toten, aber alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Stiehlt er immer noch? Gewiss. Zweifellos hat er meine Halskette gestohlen. Und die Ertrunkenen beschützen ihn. Tja, dann werde ich ihn wohl suchen, ne? Ich werde nach eurer Halskette suchen. Wunderbar. Ich habe kein Gold, um euch zu bezahlen, aber vielleicht finde ich etwas anderes, das euch von Nutzen ist. Wie wär's mit Kleidung? Sind wir uns einig? Ich warte am Ende des Strandes auf euch in einer verzauberten Lagune. Toll. Und wie finde ich Zephyr? Wie finde ich Zephyr? Wenn ihr genügend Ertrunkene erschlagt, erscheint er selbst, um nach dem Rechten zu sehen. Vergesst nicht, Ertrunkene kommen nur in der Nacht heraus. Das ist schon klar. Aber erstmal würde ich gerne wissen, wer das überhaupt ist. Wer genau seid ihr? Eine Najade, eine Wassernymphe. Ich diene der Herren des Sees. Ach so. Wo finde ich die Ertrunkenen, die Zephyr beschützen? Sie versammeln sich nachts hier am Ufer. Wenn ihr ein Boot ausleiht, könnt ihr zur Insel gelangen, wo ihr noch mehr von ihnen findet. Manche treiben sich in der Nähe des Dorfes rum. Alles klar. Lebt wohl. Toll, ich komme her. Und direkt die erste Aufgabe. So, ja, die Frage ist, wo gehe ich jetzt hin? Denn ich bin ja hier gelandet. Ich habe aber noch die Quest aus Vysima. Komme ich irgendwie nach Vysima zurück? Weil ich bin ja hier echt jetzt am Arsch der Welt, ne? Das ist nicht zu viel. Snake sein Comment hat auch so viel. Pause. Kreis der geschwundenen Magie. Lerne ich hier was Neues? Nein. Habe ich das bekommen? Segen der Magie. Das Uridin-Zeichen intensiv. Achso, okay. Aber hier könnte ich mal. Habe ich ein paar Punkte zum Einsetzen? Zufällig? Nee, oder? Ich glaube nicht. Oh, ein. Oh, kann ich nicht aufsammeln. Was bist du denn? Oh Gott, mein Äffchen! Nein! Das ist kein Äffchen. Okay, ich kann ihm nichts tun. Gut, ja, ich würde jetzt gerne mal wissen, was ich jetzt hier genau machen soll, kann, wie auch immer. Und wo ich überhaupt bin. Ich bin auf jeden Fall am Seeufer. Was? Okay. Folgt ihr mir jetzt die ganze Zeit? Los bei dem. Ich war jetzt da. Ich war hier. Und hier im Umland war ich auch schon. Das heißt, jetzt komme ich hier hin.
welche Quest ich jetzt nichts machen muss. Exemplare für den Zahnarzt. Ich sollte warten, bis Ada sich beruhigt und eine Verschnaufspause einlegen. Ja gut, also muss ich jetzt hier erstmal Quest für mich umsehen. Dann würde ich sagen, ich gucke erstmal ein bisschen, was hier so im Dorf los ist. Um mal zu sehen, wo ich überhaupt bin. Dieses komische Mädchen mit den komischen dreisten Antworten. Und dem komischen Friseur. Ich kann durch die Türchen sehen. Gut, was ist hier? Sah aus, als wenn hier vielleicht was wäre. Aber irgendwie... Nö. Mal gucken, was hier so alles allgemein ist. Straße durch den Wald. Ich würde gerne hier reingucken, wo ich genau bin, aber irgendwie... Ach, warte, hier. Ort. Ah. Badeplatz in der Najade. Kreis der Elemente. Ach, da war ich eben. Hier ist die Gruft. Durchgang zum Dorf. Boot. Bitte des Fischerkönigs. Ja, dann gehen wir erstmal zum Fischerkönig, ne? Mein Schaden kann das nicht. Aber ich hätte gerne mal irgendwie gleich ein Lager. Das wäre eigentlich noch viel schöner. Ich glaube, ich muss mal nach Richtung Dorf gehen. Hallo? Ich muss zum Fischer gehen. Der rennt doch eben da vorne rum. Hä? Mädchen? Da. Seid gegrüßt. Ihr seid der König der Fischer, richtig? Sagen wir, ich habe in der Gegend etwas Geschäftliches zu erledigen. Ich bin ein Hexer, wisst ihr? Gibt es in dem See irgendwelche Ungeheuer? Amphisbäne? Libellen? Wasserkriecher? Nein? Verstehe. Kannst du auch reden? Sicher. Da wir gerade so nett plaudern. Mir erschien das Trugbild einer wunderschönen Stadt am See. Mir erschien das Trugbild einer wunderschönen Stadt am See. Die Stadt könnte unter dem Wasserspiegel liegen. Habe ich recht? Von den Wodja neu bewohnt? Kommen die mit den Menschen aus? Ich hatte schon mal mit etwas Ähnlichem zu tun. Ich kann euch helfen. Dann sollte ich wohl mit Repräsentanten beider Gemeinschaften reden. Auf bald. Dürfte ich euer Boot benutzen? Passt auf euch auf. Okay, also der Typ redet einfach nicht mit uns. Krass. Er redet einfach nicht. Er sagt nichts. Er gibt mir so richtig auf den Zünder. Und mir folgt ein Äffchen die ganze Zeit. Du? Irgendwelche Geier. Gut. Lagerfeuer, Boot und Hütte des Fischers. Ja, würde ich mal sagen, ich gehe mal Richtung Gruft und Durchgang zum Dorf. Um mal zu sehen, ob wir da vielleicht mal eine kleine Gaststätte finden. Wäre ja schon ganz cool eigentlich, ne? Müsste, wenn ich mich täusche, hier sein, ne? Ja, sehr schön. Der Weg Richtung Dorf. Was? Hey, ob es ihm noch gut geht? Er braucht das bestimmt nicht mehr. Da bin ich mir sicher. Jo. Haben wir hier? Hier sind aber ganz schön viele Feuerstellen. Da geht's zur Gruft. Das ist ein Flatterer. Ja gut, da müssen wir jetzt erstmal nicht lang. Erstmal ins Dorf. Ich würde gerne erstmal gucken, dass ich meine Metall leer kriege, weil das ist wirklich so.
Geralt? Rittersporn. Wie kommt ihr denn hierher? Per Teleportation. Triss hat mich auch teleportiert. Das war so aufregend. Ja, krass. Ich wollte schon immer wissen, wie sich das anfühlt. Das hat sie für euch getan? Sie muss einen guten Tag gehabt haben. Und? Warum hat Triss euch teleportiert? Sagen wir, sie bewahrte mich vor dem Kuss des Todes. Interessant. Vielleicht verwende ich das für meine neue Ballade. Auf jeden Fall ist das hier ein bezaubernder Ort. Triss sagt, er ist das im Hintergrund. Bleiben, bis Prinzessin Adda nicht mehr davon träumt, euch die Kehle aufzuschlitzen. Da muss ich ihr wohl zustimmen. Dann erzählt mir ein bisschen was von diesem Ort. In Prosa, wenn es euch nichts ausmacht. Es ist eine bezaubernde Gegend mit magischem Flair. Die Bauern wirken vollkommen glücklich und die Bäuerinnen. Geht es vielleicht etwas genauer, Rittersporn? Nun, es soll eine Hochzeit geben. Alina, des Bürgermeisters Tochter, wird Julian heiraten, einen reichen Kaufmann aus Kovir. Und dann wären da noch die Wodjanoi. Oh, Alina kümmert sich um Alvin. Um unseren Alvin? Ja, außer er hat einen Zwillingsbruder. Rittersporn. Ja. Oh, da fällt mir etwas ein. Triss sagte, ihr sollt auf ihn aufpassen, weil andere hinter ihm her sind. Oder so ähnlich. Noch etwas? Ich glaube nicht. Und jetzt gehe ich zur Taverne, zu einer schönen Maid, die mich aufzumuntern versteht. Ja, cool. Ich werde Alvin noch nicht los. Erst gammelte er im ersten Bereich neben mir immer herumher. Jetzt hier, also. Naja, gut. Berberrohr. Was haben wir hier? Ein Hochzeitsgast. Hallo. Eine ehrliche Frau, diese Schankwirtin. Sagst du es einfach. Der Looten bringt halt jetzt überhaupt nicht viel. Also sind das deren Häuser? Nee, oder? Das ist ja alles abgeschlossen, das können nicht deren Häuser sein. Oder mit was für Leuten... Ja, ich würde sagen, verkehre ich jetzt hier. Ich liebe Hochzeiten. Aber es sind ganz normale Leute, warum haben die so kleine... Meine Großmama sagt, nichts ist schöner und gefährlicher als der Tanz der Mittagserscheinung. Ja. Abgeschlossen. Adam. Ich muss eine Taverne finden. Ich komme gleich nochmal wieder. Ich brauche erst eine Taverne. Ach du Heiliger. Selinas Haus. Eine preisgekrönte Kuh. Haus des Bäckers. Alinas Haus. Straße zur Brücke. Schmied. Dorfprobst. Da. Okay, warte. Warte. Alter Boah. Ich kam hier durchs Tor, ne? Richtig? Okay. Ungeheuer Töter finden. Alvin bewundert mich. Woher weißt du, wer. Ich frag gar nicht erst. Da lang? Oh, komm mal, Vögel. Und da müsste das Gasthaus sein. Oh, ich sehe schon, komm. Es wird wieder so richtig viel rumgelaufen sein hier. Oh Gott. Hallo. Taverne? Nein. Hütte des Heilers. Oh, da gehen wir nachher auch nochmal. Das klingt ganz cool. Anschlagtafel. Später. Erstmal eine Taverne. Oh, Inventar leeren. Gasthaus im Trübwasser. Rittersporn. Geralt? Ja? Was ist nach meinem Verschwinden? Ach, genau. Was ist nach meinem Verschwinden in Vizima passiert? Weiß nicht. Ich bin kurz nach euch aufgebrochen, aber ich habe gehört, ihr hättet ein ziemliches Blutbad angerichtet. Was? Manchmal ist es erforderlich zu töten.
Nehmt es mir nicht übel, aber habt ihr inzwischen Freude am Töten gefunden? Die Salamander und ihresgleichen haben den Tod verdient. Ich habe nichts dagegen, Menschen zu töten. Ja gut, aber die Salamander und ihresgleichen haben den Tod verdient, weil die töten ja auch nur, ne? Die Salamandra und ihresgleichen haben den Tod verdient. Ich urteile nicht über euch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Das tue ich. Geralt? Rittersporn? Also, worum geht es in eurer neuen Ballade? Sie wird ein Meisterwerk der Dichtkunst. Spannend, beängstigend, romantisch. Und die Geschichte? Anrührend und direkt aus dem Leben. Ich habe meine Meinung geändert, versteht ihr? Dichter müssen nichts ausschmücken. Das Leben ist bunt genug. Ihr wollt über Bauern schreiben, die auf den Feldern arbeiten? Rittersporn, ich kenne euch gut genug, um... Nicht so gut, wie ihr glaubt. Ihr werdet schon sehen. Alles klar. Dann... Bis später. Genau. Kellnerin, hallo. Ich kann natürlich keinen Widerwillen gegen das... Oh, gegen das Töten. Wie kann ich helfen? Zwei Schankwirte? Das Gasthaus gehört Mama und Papa. Mama will nicht, dass ich mit Fremden rede. Als Kellnerin müsst ihr doch mit Fremden reden. Oh nein, zu uns kommen nur Stammgäste. Jetzt habe ich euch erwischt. Ich bin ein Fremder. Ihr seid Geralt von Riva. Meister Rittersporn sang eine Ballade über euch. Daher seid ihr mir bekannt. Ihr habt mich erwischt. Wie kann ich helfen? Gebt auf euch Acht. Wo ist Mama und Papa? Ach so. Die Mama? Mama, hier ist der Deckel. Ach, hier. Das riecht eklig. Entschuldigung. Willkommen in meinem Gasthaus, Reisender. Ola. Seid gegrüßt. Ruht euch aus, wenn ihr müde seid. Solltet ihr etwas essen oder trinken wollen, ruft meine Tochter. Werde ich. Macht es euch gemütlich. Danke. Kann ich euch helfen? Ich habe ein paar Fragen. Ich habe ein paar Fragen. Fragt, Reisender. Was hat es mit dieser Siedlung auf sich? Trübwasser. Wir leben abgeschieden. Tobias Hoffmann ist unser Anführer. Wisset auch, dass unsere Vorfahren einst in der Unterwasserstadt wohnten. Erzählt mir von Tobias. Er lebt im Dorf und bereitet eine Hochzeit vor. Daher dürfte er keine Zeit haben. Ich rede trotzdem mal mit ihm. Wenn er beschäftigt ist, redet mit seinem künftigen Schwiegersohn Julian. Danke für den Rat. Kann ich euch helfen? Ich habe ein paar Fragen. Was? Trübwasser. Was ist mit der Unterwasserstadt? Seewasser verschlang die Unterwasserstadt. Es heißt, die Lasterhaftigkeit ihrer Bewohner habe die Götter erzürnt. Jetzt leben die Wotier neu in der Stadt. Höre ich da Stolz heraus? Wir erfreuen uns an unserem historischen Erbe, so wie uns unsere preisgekrönte Kuh mit Stolz erfüllt. Was die Unsitten unserer Ahnen angeht, da hat sich viel verändert. Preisgekrönte Kuh? Sie steht auf der Koppel zwischen den Häusern. Unser ganzer Stolz. Sie hat Trübwasser berühmt gemacht. Danke für die Geschichte. Kann ich euch helfen? So, ja. Lebt ich gehe, ich will jetzt noch reden mit dem Decken. Dann muss ich den Decken leider wecken. Ich brauche Lager. Seid gegrüßt, Herr. Hallo. Eine geräumige Taverne habt ihr. Was? Glaubt ihr etwa, in diesem Land ist alles klein? Das war nicht böse gemeint. Wie kann ich euch helfen? Wo ist der Dorfbürgermeister? Wo ist der Dorfbürgermeister? Im Dorf gibt's eine große Hütte, wo der Bürgermeister seine Zeit verbringt. Aber er wohnt in einer anderen großen Hütte, also... Ich finde sie schon. Wie kann ich euch helfen? Gibt's interessante Neuigkeiten? Es gibt eine Hochzeit. Unsere Alina, die Tochter des Bürgermeisters, heiratet einen Mann aus der Stadt. Julian ist sein Name. Er wohnt hier in meinem Gasthaus. Eine Sache noch. Ja? Jetzt wird's interessant. Ihr seht traurig aus. Kann ich euch helfen? Vielleicht.
Der krumme Lud und Bodo Backenzahn haben eine Kiste des besten Feuerwassers gestohlen. Bringt sie mir wieder und ihr bekommt ein nützliches Artefakt. Welches Artefakt? Das war ein Scherz. Nicht gerade lustig. Eure Frage erinnerte mich an ein paar alte Spiele. Ich konnte nicht widerstehen. In Ordnung. Wie kann ich euch helfen? Eine Sache noch. Ja? Ihr kennt bestimmt einige interessante Geschichten. Natürlich, ich bin Schankwirt. Vor langer Zeit lebte ein Mädchen in einem fernen, fernen Land. Sie war eine echte Prinzessin, Zauberin und Hexerin. Alles drei? Ist das nicht ein bisschen viel? Unterbrecht mich nicht. Wollt ihr die Geschichte hören oder nicht? Ich unterbreche euch nicht mehr. Eine Geschichte über das Schicksal könnte sich als nützlich erweisen, Hexer. Sie wurde als Prinzessin geboren, es fehlte ihr an nichts. Sie hatte liebevolle Eltern und eine Großmutter, die als große Königin galt. Sie lebte in Palästen und wurde von Hunderten von Rittern beschützt. Alle dachten, dass sie eine mächtige Königin werden würde. Doch das Schicksal wollte es anders. Ihre Eltern starben. Feinde erschlugen ihre Großmutter und eroberten das Reich. Doch die Prinzessin überlebte. Ihr Schicksal wurde an das eines bestimmten Hexers gekettet. Sie fand eine neue Familie in Kaer Morhen, der Festung der Hexer. Dort lernte sie zu kämpfen. Doch abermals meldete sich die Vorhersehung zu Wort. Das Mädchen besaß eine Begabung für die Magie. Sie war eine Quelle. Die Hexer fürchteten die unkontrollierte Macht einer Quelle und benötigten eine Zauberin zur Unterstützung. Sie studierte die arkane Magie. Die Zauberin liebte einen Hexer und die beiden adoptierten das Mädchen. Sie war wahrhaft glücklich und hätte eine mächtige Zauberin werden können. Aber der Krieg brach aus und das Schicksal trennte die Familie. In seinem Kummer schwor das Mädchen der Magie ab und wurde eine Jägerin. Sie lernte, das Töten zu lieben. Der Tod folgte ihr. Alle, die sie geliebt hatte, waren gestorben. Nur der Hexer und die Zauberin wollten sich dem Tod nicht fügen. Das Schicksal spülte die junge Frau an ferne Gestade, doch sie kehrte zurück. Der übelste Meuchelmörder verfolgte sie, doch sie bezwang ihn. Agenten aller Königreiche hetzten sie, doch keiner wurde ihrer habhaft. Und als sie all ihre Feinde getötet hatte und endlich wieder Frieden Einkehr hielt, fanden sie, der Hexer und die Zauberin erneut zusammen. Doch das Schicksal verhöhnte sie abermals. Was ist passiert? Ein Bauer, der gar nichts von Waffen verstand, tötete den Hexer. Die Zauberin starb, als sie versuchte, ihn ins Leben zurückzuholen. Das Mädchen konnte nichts tun, da es der Magie abgeschworen hatte. Und so nutzte die Prinzessin, die nicht herrschen durfte, die Hexerin, die gegen Menschen kämpfte, und die Zauberin, die keine Zauber wirken konnte, ihre Macht, um diese Welt zu verlassen. Ich spüre, dass ihr mir nicht alles gesagt habt. Alles, bis auf eines. Ihr Name lautete Cirilla. Was spielt das für eine Rolle? Ich wusste bereits durch die Serie und durch ein bisschen Spoiler von anderen Teilen, genau um wen es geht. Ich kannte die Geschichte schon. Eine Sache. Ja? Cool. Hat er noch mehr Geschichten? Ihr kennt bestimmt einige interessante Geschichten. Natürlich, ich bin Schankwirt. Vor einer Zeit lebte ein Mädchen in einem fernen... Okay, kennen wir schon. Alles drei? Und wie kann ich... Okay. Eine Sache. Ja? Mal so nebenbei, was macht die mit dem Hackbeil da hinter ihm? Alter! Ratschum! Einlagern! Ja! Weg! Kikimorenzorn. So. Weg. Haben wir hier. Wolfspelz behalten wir erstmal. Platzaufangszene. Feuerstein, Rubin. Ring. Buch der Wolverine. Achso, ein Findelix hier. Melone weg. Brot weg. Birne weg. Käse weg. Dörrobst weg. Hammelbeine weg. Schweinefleisch weg. Alkohol behalten wir. Der Alkohol kann weg. Tja, Snake. Verkackt, ne? So.
das. Ja, cool, wir haben wieder Platz. Geil! Ah, was macht sie? Hä? Oh, mein Rücken. Wer denn da? Komische Frau. Ja, aber cool. Rittersporn. Oh, Kämpfer und hier ist Julian. Seid gegrüßt, Hexer. Ich habe viel Gutes über euresgleichen gehört. Das ist ungewöhnlich. Meist behandeln mich die Leute wie einen Aussätzigen. Nicht in meinem Haus. Als Kind hörte ich viele Geschichten über einen Hexer, der meinem Großvater für einen Silbergroschen das Leben rettete. Das muss eine Weile her sein. Ich bin Geralt. Oh ja, in den alten Zeiten. Ich bin Julian. Es ist mir ein Vergnügen. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? So ist es. Wir holen antike Gegenstände aus der Unterwasserstadt. Ihr würdet staunen, wie viel manche Leute dafür bezahlen. Aber dem Fischvolk gefällt das nicht. Leider haben wir bereits einen anderen Hexer angeheuert. Einen anderen Hexer? Wen? Wo ist er? Sein Name ist Berengar. Oh. Ihr findet ihn in der Gruft. Ich glaube, er hat sich endlich an die Arbeit gemacht. Danke. Wir reden später über die Vodjanoi. Ich muss zuerst mit Berengar sprechen. Lebt wohl. Cool, finden wir Berengar jetzt doch? Aber ich würde noch gerne mit ihm reden. Geralt? Julian? Erzählt mir die Geschichte eures Großvaters. Mein Großvater, möge Melitele über seine Seele wachen, besaß ein Stück Land. Ein felsiges, eisiges Tal im Norden Kovirs. Heute Storytime, Leute. Und ein verlassenes Kohlebergwerk ohne Kohle. Großvater sagte immer, in dem Tal sei ein Schatz verborgen. Er hat jeden Tag hart gearbeitet, um diesen Schatz zu finden. Anfangs nahmen viele seine Aufträge mit Freuden an und halfen. Aber bald wurde jedem klar, dass Großvater verrückt war und es gar keinen Schatz gab. Als er 47 war, hatte er Rheuma und eine Sammlung Bobolak-Skalps über dem Kaminsims. Da ging er vor Gram überwältigt hinaus. Er verfluchte den Himmel und verwünschte alle bekannten Götter in der unflätigsten Sprache. Die Götter antworteten ihm. Ein schreckliches Grollen ertönte und eine Lawine stürzte ins Tal. Großvater kam wieder zu Bewusstsein, grub sich aus dem Schnee und sah etwas, das sein Leben veränderte. Das ganze Tal funkelte. Funkelte so schön, dass er fast die Bestie übersehen hätte, die stampfend auf ihn zukam. Großvater floh, aber nicht bevor er einen der seltsam funkelnden Steine aufgehoben hatte. Kurz gesagt, er entkam. Als er vom Berg herabstieg, begegnete er einem Hexer, der einwilligte, das Ungeheuer für einen Silbergroschen zu töten. Sie kehrten ins Tal zurück, wo der Hexer die Bestie erschlug. Der Hexer sah natürlich den Reichtum, der in diesem Tal lag, verlangte aber nicht mehr als den vereinbarten Groschen. Großvater vertraute ihm und wusste, dass früher oder später jemand kommen würde, um sich den Schatz zu holen. Denn der Schatz in diesem Tal war riesig, Geralt. Diamantenvorkommen, deren Abbau Jahre erforderte. Sie wurden Partner. Der Hexer beaufsichtigte die Arbeiter, tötete Ungeheuer und verjagte Banditen, während Großvater das Geschäft führte. Er ist eine Legende in Kovir und meine Familie ist wohlhabend und angesehen. Das ist die ganze Geschichte. Was gibt's Neues? Bald heirate ich Alina, die Tochter des Dorfbürgermeisters. Wir sind bereits mitten in den Vorbereitungen. Lebt wohl. Tja, würde ich mal sagen, auf zu Berengar, ne? Ist ja mal mega cool, wenn er jetzt wirklich da ist. Würde ja auch mal Zeit werden, ich meine. Snake to Suchti. Darf ich bei dir, ne? Und ich meine, wir sind jetzt schon bei Kapitel 4. Da kann man ja mal so langsam denken, dass sowas passiert, ne? Wir haben jetzt hier erstmal ein paar Aufträge. Für Schlänger. Riesentausendfüßler. Hurra. Hyvernei. Basilisk. Und Alp.
Ja. Gruft, Gruft, Gruft. Wo ist denn die Gruft? Ich will dahin. Jetzt sofort. Beringe? Nee. Riesentausendfüßler, Verschlinger, blablabla. Aber viele Quests sind weg. Viele Quests sind einfach weg. Wie doof. Oha. Aber ich gehe jetzt mal dahin. So. Ist aber schon wieder schön, mal hier zu spielen jetzt. Es vergingen ja nun ein paar Tage zwischen. Schon sehr angenehm. We'll be right back.